So, jetzt wollen wir mal 10 Liter Mehl ansetzen. Dafür habe ich hier einen 10 Liter Kanister. Da war ursprünglich auch mal Mehl drin. Dann ein Gummipfropfen. Ist erhältlich bei großen Internetversandhändlern. Ein Gärspund. Ist jetzt völlig egal, welchen man nimmt. Diese Art Gärspunde sind erheblich besser zu reinigen. Einmal Trockenhefe, Hefenährsalz, Zitronensäure, 2,5 Kilo cremigen Blütenhonig. Dieser ist sehr günstig. Ich denke mal, für die gesamten 10 Liter kommt man ungefähr auf 16, 17 Euro. Und bei diesem Mehl werden wir noch 1 Liter Apfelsaft hinzufügen. Dann habe ich hier noch eine Feinwaage, um die Hefe und das Hefenährsalz genau abzuwiegen. So, wir werden 3 Gramm Trockenhefe benötigen. Ich habe hier Kitzinger Rheinhefe, 100 Gramm Tüte, habe ich schon oft benutzt und da kommt ein ganz hervorragender Mehl bei raus. Dazu immer ein kleines Papierblättchen. Dass ich leicht einknicke in der Mitte. Wiegt immer 0,5 Gramm ungefähr. Und jetzt wiegen wir hier mal 3,5 Gramm insgesamt dann ab. Noch ein bisschen. So, das reicht. Wir arbeiten heute nicht mehr in einem Gärstarter, das ist bei Trockenhefe nicht notwendig. Wir werden die jetzt reaktivieren. Dazu befüllen wir ein beliebiges kleines Gläschen mit etwas Wasser. Ein bisschen viel. Wir rühren jetzt hier das Gläschen einfach unsere Trockenhefe ein. Das dauert einen Moment. Das kann jetzt erstmal so eine Viertelstunde stehen. Die Hefe wird jetzt reaktiviert. Und jetzt beginnen wir erstmal mit den Vorbereitungen für unseren Mehl. So, ich habe jetzt hier einen großen Topf. Den befülle ich mit etwas heißem Wasser. So, das Ganze wird jetzt erhitzt auf mittlerer Flamme. Der Honig darf auf keinen Fall, oder das Honigwasser darf auf keinen Fall kochen. Wir werden so eine Temperatur zwischen 25 und 40 Grad ungefähr erreichen. Jetzt werde ich den Honig hier einfach mit einem Löffel entnehmen. Kommt jetzt alles hier in unseren Topf.
60 Gläser, werden wir später noch auswaschen, da darf nichts verloren gehen. Ansatz benötigen wir jetzt erstmal 2,5 Kilo. Wir werden das 3:1 ansetzen, den Honig, beziehungsweise den Met, 3:1. Das heißt 3 Teile Wasser, 1 Teil Honig. Das riecht schon ganz formidabel. So. Die Gläser geleert. Jetzt werde ich hier nochmal überall ein bisschen heißes Wasser hineinfüllen. Ein Drittel bis zur Hälfte voll so. Deckel wieder drauf und schütteln. So lange, bis sich hier komplett der Honig überall gelöst hat. Drehen hier. So, und rein damit. Unser Honigwasser jetzt aus. Jetzt können wir den Ofen ausmachen. Der Honig hat sich komplett aufgelöst. Jetzt lassen wir das mal einen Moment abkühlen und dann werden wir das umfüllen. So. Damit wir das besser einfüllen können, werde ich das jetzt hier umfüllen in ein Schüsselchen. Erstmal nicht so viel.
Jetzt benötigen wir noch einen Trichter. Rein damit. Und dann ganz vorsichtig die erste Marge von unserem Honigwasser hier in den Kanister einfüllen. Der Rest wird noch abgefüllt. Auch ruhig den Topf nochmal ausspülen. Da sammelt sich auch noch immer ein bisschen Honig. Das wäre zu schade zum Wegschütten. Und ab in die Schüssel. So, und wieder einfüllen. Vorsichtig. Das Honigwasser hat jetzt ungefähr eine Temperatur von 30 Grad. Ist handwarm. Bevor wir die Hefe hinzufüllen, müssen wir das ein bisschen abkühlen. Dazu benutzen wir gleich den Apfelsaft und kaltes Wasser. Die Schüssel schon mal auch mit kaltem Wasser befüllen. Apfelsaft öffnen. Vorher mal einmal schütteln. Und hinein damit in unser Honigwasser. Je nach Belieben kann man auch mehr Apfelsaft nehmen. Für diesen Ansatz werde ich jetzt mal bloß 1 Liter Apfelsaft verwenden. So, als nächstes werden wir das Hefenährsalz abwiegen. Für diese Menge, 10 Liter, wie es das insgesamt geben soll, möchten wir einen Alkoholwert von 13%. Und daher werde ich mal 4 Gramm Hefenährsalz hinzugeben. Das gleiche Spielchen. Viereinhalb Gramm abwiegen. So. Das schütten wir jetzt sofort in unsere Schüssel, die wir vorbereitet haben mit dem kalten Wasser und den Honigresten. Gut umrühren. So. Unser Met benötigt jetzt noch etwas Säure. Da wir schon 1 Liter Apfelsaft hinzugefügt haben, werde ich jetzt noch 15 Gramm Zitronensäure hinzufügen. Das sind 5 Gramm Beutel.
nochmal gut umrühren. Wir sehen auch, unsere Hefe entwickelt sich. Wir das kalte Wasser mit dem Hefenährsalz und der Zitronensäure zu unserem Ansatz. Als nächstes schauen wir, dass wir das jetzt mit Wasser auffüllen bis ca. 9 Liter, da wir später noch nachsüßen werden. Wir sehen, unsere Hefe hat sich schon entwickelt. Das hat jetzt ungefähr 10 bis 15 Minuten gedauert. Und jetzt schütten wir noch einen ganz kleinen Schluck von unserem Ansatz hinzu. So. Und lassen das Ganze nochmal 5 Minuten stehen. Wir sehen, hat sich unsere Hefe ein bisschen weiterentwickelt. Ist jetzt bereit, abgefüllt zu werden. Mal durchrühren. Kanisterparat. Und rein da. Bisschen kaltes Wasser nachspülen. Schließen wir unseren Kanister. Ein bisschen fest. Und schütteln das ganze Gemisch einmal ein bisschen durch.
Wir merken auch, das hat gleich eine ganz angenehme Temperatur. Ist nicht mehr so heiß. So. Jetzt werden wir unseren Gärspund draufsetzen. Erstmal den Gummitropfen. Ja. Und jetzt den Gärspund bis zur markierten Stelle, das ist ungefähr ein Viertel, mit Wasser befüllen. So, Deckel drauf und rein. So, unser Met ist soweit vorbereitet. Zusammenfassend kann man nochmal sagen, für einen 10 Liter Ansatz habe ich 2,5 Kilo cremigen Blütenhonig verwendet mit ein wenig heißem Wasser in einem Topf aufschmelzen und nicht zu stark erhitzen, in den Kanister einfüllen, kalten Apfelsaft hinzugeben, kaltes Wasser hinzugeben, die Hefe ansetzen, 3 Gramm pro 10 Liter Ansatz habe ich jetzt hier verwendet, Trockenhefe. Die Hefe reaktivieren lassen. Nährsalz verwenden, 4 Gramm pro 10 Liter. Das ist jetzt hier Kitzinger Hefenährsalz, aber es ist im Prinzip völlig gleichgültig, welches Nährsalz ihr verwendet. Und natürlich Zitronensäure hinzufügen. Met mit zu wenig Säure schmeckt einfach fade. Honig besitzt selber keine Säure, daher müssen wir Säure hinzufügen in Form von Apfelsaft oder auch Zitronensäure oder Milchsäure. Ich hatte jetzt hier gerade Zitronensäure zur Hand und ist auch wesentlich günstiger als diese Milchsäure. Und jetzt wollen wir das Beste hoffen. Die ganze Mischung sollte eventuell heute Nacht schon anfangen, stark zu gären. Und wir werden das beobachten und ich werde das alles festhalten.